So. Das habe ich auch so gesagt. Ich muss brauchen wir eine So-Challenge. Aber naja. Boom. Was mache ich denn hier? Was mache ich hier? Was mache ich hier? Ja, wir sind bekloppt da. Was machst du? Bist du eine Biene? Bin eine Biene. Bin eine Stinker. Ach ja, immer diese Insider so. Aber, naja, einige können darüber lachen. Man ist ja hier fast unter uns und unter sich. Weil so viele gucken das Let's Play ja nicht. Wieder eine Mautstelle. Überall Maut. Zeitlang hatten wir das überhaupt nicht und jetzt überall. Mach keinen Scheiß, Kollege da. Ja, dann musst du gleich sowieso rüber. Einmal hat einer auch ein bisschen Skis gemacht. Schlag als ein PKW, du. Mann, Mann. Aber ich feier auch wie so ein... Weiß ich nicht, so wie so ein Geisteskranker. Nützt mir gleich aber nichts hier, weil gleich, glaube ich, wieder ein bisschen Stau droht. Italien. Wenn wir hier schon sind, ich weiß es nicht. Ja, scheint so. Jetzt ist auch noch die Nase so halb verstopft. So komisch. Komisch, komisch. Ich hab mal auch das Aufnahmefieber. Aufnahmefieber. Ich fahr mal hier rein und wenn man schon mal hier ist. Ah, tanken lohnt sich ja gar nicht. Aber schlaf. Geht das hier auch? Klar, na klar, Mann. Ja, Mann. So, ist besser. Das ist wieder morgens. Noch ein bisschen Geld von Irina. Von Grigorz. Monsieur P, der Neue. Der Neue. So, fast 6 Uhr wieder morgens. Ja, ist aber vielleicht dann besser zu sehen hier. Ist nicht so dunkel, du. Ja, man muss ja sowieso mal ein bisschen heier machen. Es fuhr ja schon das ganze Wochenende, das weiß ich noch, durch Europa ohne Auftrag. Es ist ja schon wieder Monday. I will love you Monday. Mal wieder montags. Nein, eigentlich immer wieder sonntags, ich weiß. Dumm-di-dumm-di-dumm. Schon wieder eine Mautstelle? What the fuck? What the fuck? Kill you! My last murderer! Help! Help! My name is the Prophet from the YouTube. Oh man. Schade, ja. Das war so lustig damals mit Mörder. Ich fahr mal hier rein.
kann man gar nicht toppen, wer weiß. Aber irgendwas brauchen wir mal wieder big zum Lachen hier auf dem Channel. Schauen wir lieber hier, sonst habe ich nichts zu lachen hier. Aha. Ich muss hier lang. Torino, Milano. Benjamin. Voll Idiota. Ah, lass doch mal überraschen. Heute ist ja der 12. Am 14. dann könnte dieses Wort, was ich eben gesagt habe, könnt ihr vielleicht irgendwo hören. Auch hat alles ein bisschen mit Italienischen zu tun. So, jetzt möchte ich mal, dass die Stadt mal langsam aufblitzt. Ja, ich sehe schon mal den Wegpunkt so ganz leicht. Könnte auch Wegpunkt heißen, ne? Was stimmt da nicht? Was ist das? Ja, das ist noch nicht ganz optimal, finde ich. Manchmal stellt das so ein bisschen um. Ging mal fleißig EP, das ist ganz nett. Ab und zu ja mal Einkommen von unseren anderen Mitarbeitern, die natürlich auch immer leveln dabei und dies und das. Aber wir müssen auch mal wieder richtig Kohle reinbringen in den Laden. Erstmal müssen wir den hier bequenkt überholen. Und wir sind in Turin. Fast. So. Ich muss ja eigentlich weiter. Sorry. Oh, naja. Egal. Crazy shit. Ich weiß nicht, ob man jeden Fitzel entdecken muss. Keine Ahnung. Aber da ist ein Fragezeichen. Und ja. Das werde ich irgendwann noch sehen, wenn ich ein paar Prozente fehlen. Dann kann ich jede Stadt noch abfahren oder was. Am besten, ich habe überall eine Garage, kann ich überall Schnellreise machen. Ein Iveco-Händler. So. Jetzt muss es ja weitergehen hier. Eigentlich fahren wir da lang. Hier ist auch immer schöne Gegend, aber egal, da war ich schon. So. Dann geht's hier lang. Und dann weiß ich nicht. Da macht er alles komisch. Sucht sich immer die beste Route aus, ne? So, jetzt habe ich mal einige Wegpunkte gesetzt hier. So.
können wir drehen. Toll, 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 toll. Soll ich ihn hier drehen, bitteschön? Ich habe einfach gemacht, naja. Diese 1441 Kilometer schaffen wir natürlich in dieser Folge nicht. Aber zumindest... Oh. Zumindest das, was ich markiert habe, möchte ich noch entdecken. So, ohne Auftrag. Danach werde ich wohl wieder Aufträge machen, aber ich weiß nicht, ob die dann in Folgen sein werden oder eher offscreen, weil ich glaube, danach wird es mal langsam losgehen mit Hero of the Kingdom. Also wenn ihr dieses Video hier schaut, vielleicht in der nächsten Woche wird es starten. Wenn das Spiel erstmal durchgespielt, wird dann wahrscheinlich auch täglich kommen. Und dann natürlich noch den zweiten Teil hinterher. Das heißt, dieses Euro Truck Simulator 2 Spiel könnte sein, dass es dann einen Monat oder so pausiert wird. Oder noch ein bisschen länger, wer weiß, wie lange das alles geht. Ach. Ich sündige auch ganz schön hier. Na, wenn man zu schnell ist. So, schon wieder eine Mautstelle. Aber es sind ja nur Kleckerbeträge, aber trotzdem. Erst wollen wir die haben und jetzt nerven die. Bald wieder eine kommen, weil ich das Ticket aufwarten muss. Naja. So. Ist alles gut hier auf der Karte? Ja, ist noch alles markiert. Obwohl, das macht der hier denn so komisch, bitte? Das ist alles richtig, aber... Hier stimmt es da oben noch nicht so. Dann mache ich das erstmal bis da. Aber Wien wird wohl das Endziel sein, dieser Tour hier, dieser Entdeckungstour. Und damit wird auch die Pause eingeleitet. So, das müssten aber auch immer brav die Routen sein, die ich noch nicht gefahren habe. Unter anderem. Aber gut, hier gibt es überall noch was natürlich. Aber jetzt läppert sich schon 44%. Natürlich, hier ist auch schöne Gegend und so. Weiß ich, ob das eine Aufnahme gefahren habe, aber glaub ja. So, die Routen habe ich jetzt gemacht, habe ich natürlich gemacht, weil wir noch nicht gefahren sind. Aber da geht es natürlich noch Gras und nach Wien und dann ist hier erstmal alles. Im Lot, denn ist da noch der Osten, ja, Skandinavien und England noch
viel offen. Natürlich noch viele andere Routen. Aber sonst ist das System nicht schlecht, den ganzen Wegpunkt. So, Licht aus, Affe tot. Nur manchmal setzt er einen Wegpunkt wieder anders, weil man da schneller irgendwo anders hinkommt, aber das checkt er ja auch nicht, dass man das vielleicht entdecken will. Deswegen vielleicht sollte man öfter auf die Karte schauen und nicht zu viele Wegpunkte machen, wenn man wirklich auf Entdeckungstour ist. Ich weiß gar nicht, wo wir hier mit gestartet sind. Irgendwo in Deutschland, ne? Und dann durch Holland, Belgien, Frankreich. Jetzt sind wir noch in Italien. Und dann, ja, Schweiz, Österreich. Lange Tour, du. Ja. Wenn man Auftrag hätte, würde man direkt da irgendwo hinfahren, natürlich. Naja, aber in Wien werden wir auf jeden Fall in der nächsten Session ankommen. Denk mal, nach dieser Folge, wenn ich die Kilometeranzahl so sehe und alles, könnten es, ja, werden es wohl noch zwei Folgen sein. Diese Folge ist ja hier am 12., ja, 14., am 16. Werden dann wohl noch zwei Folgen kommen. Könnte es also sein, am 18., das ist der nächsten Freitag, könnte es mit Hero of the Kingdom losgehen. Könnte auch am 17. sein, ne? Also, aber ich glaube, am 18. passt mir vielleicht ein bisschen besser. Mal schauen. Also rechnet den Zeitpunkt, den Zeitraum so ungefähr damit. Hoffentlich macht der liebe Gronkh das nicht, also den zweiten Teil. Den ersten hat er ja schon gemacht. Aber ich wollte ihn ja halt auch mitnehmen, bevor ich den zweiten mache. Den zweiten habe ich bei Ihnen bei seinem Steam gesehen, hat er wohl mal ganz kurz getestet, ob das alles funktioniert und so, aber der ist, glaube ich, im Moment im Urlaub. Bis Ende September. Oder er macht Pause, er tritt kürzer, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gibt es im Moment keine Streams und mit Sarazan nimmt er im Moment gerade nicht so Forest auf. Aber kommt bald wieder. Ich hätte ja lange Zeit gehabt. Das wäre dann wieder typisch, wenn ich sowas spiele, dass der liebe Herr das auch spielt. Aber naja, man kann jetzt ja auch gerne bei mir gucken. Oder bei uns halt, ne? Oh, das ging ein bisschen gut. So eine Art Rastplatz finde ich jetzt hier nicht. Muss ich wahrscheinlich einfach so speichern. Crazy shit. Ah, der pimmelt hier auch vor mir rum. So 40 Pferde nicht mal. Jetzt gibt er Vollgas, ne? Naja, ihr wisst ja Bescheid und es geht ja beim nächsten Mal weiter. Noch über 800 Kilometer. Ah, noch mehr ja sogar, weil ich die beiden Städte dann noch wieder rausgenommen habe. Und jetzt müsste ich mal kurz gucken. In nächster Zeit kommt nichts, wo man
schlafen könnte oder mautmäßig oder irgendwas. Und wir fahren auch noch richtig, ne? Eigentlich ja, aber warum der das hier nicht wegmacht, weiß ich nicht. Aber wir fahren ja in die Richtung. Gut, es ist manchmal ein bisschen komisch hier. Da bin ich nur beim nächsten Mal mitten auf der Autobahn. Okay, ich hoffe, ich wundere mich nicht und hoffe, das geht auch alles. Okay, dann bis zum nächsten Mal bei Eurotalk Simulator 2. Tschüssi!